Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Linux-Tutorial. Eigentlich zeige ich euch heute bloß was, sozusagen mehr News als Tutorial heute, aber es ist mega cool, wenn ihr nicht wisst, ob Linux was für euch ist oder vor allem Ubuntu oder Ubuntu, wie manche Leute sagen. Wenn ihr nicht wisst, ob das was für euch ist, dann könnt ihr jetzt Ubuntu im Browser probieren. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Und ja, checkt einfach mal durch. Also hier einfach mal im Browser tour.ubuntu.com/en oder da eure Sprache eingeben. Und schon seid ihr da, wo ihr hin wollt. Hier unten könnt ihr sogar die Sprache noch wählen dann. Aber ich glaube, es gibt nur Englisch und Chinesisch. Nein, ich bleib bei Englisch. Gut, und hier könnt ihr dann einfach mal rumprobieren. Take the Guided Tour wird euch ein bisschen rumführen. Show yourself around, da könnt ihr einfach mal selber ein bisschen rumklicken. Hier oben sind so ein paar andere Dinge. Hier habt ihr Bluetooth, alles mögliche. Klar, dass ihr nicht auf alle Hardware-Fähigkeiten zugreifen könnt. Das ist sozusagen eine abgespeckte Version von einer virtuellen Maschine. Aber ihr habt einfach alle Möglichkeiten hier. Ihr könnt alles mal ausprobieren und vor allem könnt ihr euch ein bisschen zurechtfinden, wo jetzt was ist. Hier habt ihr euren Home-Folder, könnt ein bisschen durchgucken, was ist in meiner Musik drin. Happiness, das trifft es ja ganz praktisch heute. Und ja, Pictures, keine Ahnung, was hier alles dabei ist. Wunderschöne Sachen. Ich persönlich habe ja kein Ubuntu, ich habe Linux Mint, aber ich finde Ubuntu ist ein, ja, es basiert ja quasi die Hälfte der Linux-Betriebssysteme, nicht ganz, aber viele Linux-Betriebssysteme basieren ja auf Ubuntu und da könnt ihr euch dann einfach mal ein bisschen durchprobieren und schauen, ob es euch gefällt. Ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich weiß, sehr, sehr kurz, aber ich möchte euch einfach nur vorstellen und ihr dürft dann selber rumprobieren. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.